Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge von Splinter Cell mit mir, dem Pyrus. Wir machen gerade weiter. Wir sind jetzt immer noch hier. Und also wir haben gar keine Karte. Ne, wir haben nur die hässliche Fresse von Nicolazze. Diesmal haben wir gar keine Karte, wie viel wir schon geschafft haben von der Mission. Wer würde ich mal interessieren? Ganz ruhig, ganz ruhig jetzt. Okay, Spielergranate. Danke. Unsere schwierigen Freunde, Kaki. Ich stimme dir zu und ich denke, die meisten Georgier auch. Ich würde übrigens weder Firon noch irgendeinem seiner Männer trauen, aber denk an den Wert, den sie für unsere Sache haben. Denk an das Gewicht, das das chinesische Reich unsere Bemühungen verleiht. Meinst du, die Amerikaner würden sich auf einen unbewaffneten Konflikt mit dem drittgrößten Land der Welt einlassen? Ein Atomkrieg? Wir sind nahe dran, Kaki. Nicolazze und deine Arche könnten die Entscheidung bringen. Nicht die Hoffnung verlieren, lieben. Ja. Wie ging es da überhaupt nicht weiter? Geht es hier weiter? Nee. Aber ich finde es sehr schön, dass sie nur einmal den Alarm auslösen. Was zur Hölle ist passiert? Die Senderantenne ist ausgefallen. Wir haben kein Signal nach draußen. Wir werden angegriffen. Die Amerikanski sind hier. Sie haben die Senderantenne ausgeschaltet. Schafft Nicolazze hier raus. Ich will seinen Helikopter zügigst in der Luft sehen. Ich will, dass Techniker und eine Eskorte auf das Dach gehen, um die Antenne zu reparieren. Und ich will diese Amerikaner tot sehen. Jawohl. Klingt, als hättest du ordentlich aufgeräumt. Das verschafft uns aber nur ein paar Minuten. Suche die Soldatenfischer. Habe eine Leiche entdeckt. Mann verloren. Er ist tot. Feind! Was ist das? Ohne Witz. Nein, ganz ehrlich, was soll das? Ich schieße auf den Viadukt und tot, ja. Denn es ist nervig. Das ist so dermaßen nervig manchmal. Guck mal, die Leichen wegschauen. Was macht der? Ich krieg mal so wie die Spielergranaten nachfliegen, ne? Ich verstehe es. Warte mal, dann machen wir es mal anders.
Nee, da hinten ist gut. Ich hab ein gutes Versteck für dich. Da, dann speichern wir einmal und dann löse ich es nochmal aus. Genau, die piepen auch schon schön, sehr gut. Was zur Hölle ist passiert? Die Senderantenne ist ausgefallen. Wir haben kein Signal nach draußen. Wir werden angegriffen. Die Amerikanski sind hier. Sie haben die Sendeantenne ausgeschaltet. Schafft Nicolazze hier raus. Ich will seinen Helikopter zügigst in der Luft sehen. Ich will, dass Techniker und eine Eskorte auf das Dach gehen, um die Antenne zu reparieren. Und ich will diese Amerikaner tot sehen. Jawohl. Viele Wünsche für einen Tag. Klingt, als hättest du ordentlich aufgeräumt. Das verschafft uns aber nur ein paar Minuten. Suche die Soldatenfischer. Einmal hol ich mir ein kleines Spektakel an. Okay. Was? Was? Muss ich das noch irgendwas sagen? Glückssoldaten. Weil der so viel Glück hatte. Der andere ist dafür verreckt oder was? Sind aber alle tot. Ja, sehr schön. Dann finde ich was. Dann finden sie alle tot. Medikette, danke. Oh, yeah. Ja, ich muss da ganz kurz warten. Ja? Der hat nichts. Guck mal ganz vorsichtig beim anderen Arsch, der was hat. Aber gut, End of the Jagd. Auch nichts. Sehr schön. Aber war eine coole Falle, nur letzte hat wir eine. Also an sich eine gute Idee, aber natürlich. Und nein, dann nicht muss er durch, oder? Das ist natürlich wieder geil, danke. Und hier noch einmal nicht aufzubrennen, ne? Muss kurz warten. Ja, dass die aufhören zu brennen. Schön meine Leiche beim Kugeln zuzugucken, weil schon mal bloß drauf. Ist nicht. Das ist ja so dermaßen dumm an dem Spiel. Also, ganz ehrlich, wieso? Echt nicht auf zu kugeln, ne? Ja, vielleicht wenn ich kurz weggehe. Ist es. Ach Mensch.
Feuer, ja, weil ich nicht anders machen kann. Das ist total... Ja, es ist dämlich. Also ganz ehrlich, was das ist, das ist ja doof. Nikolassi ist an Bord. Geschätzter Abtransport in... Ja. Ist da jemand oder? Da ist ein neues Medikit. Sehr seltsam. Jetzt können wir mal nachgucken. Nein! Oh, was tust du denn? Ha. Ja, genau. So genau so machen. Ja, nur nicht so. Ja, du sollst nicht einen Weitsprung machen. Ja, das ist... Kann das Spiel jetzt mal... Nein, was? Der hält sich da fest, statt sich auf ihn zu stürzen. Nein. Der wenn... Ja. Achso, das bricht er ihm ab. Es ist so... Was? Wer ist da? Ja, genau. Genau, jetzt komm mal her. Jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße, Mensch. Ey, ja. Warum sollte was auch funktionieren? Ey, ohne Witz. Das brauche ich in der Szene wieder 5 Jahre. Es ist wirklich. All die Steuerung ist nicht mehr geil. Ganz ehrlich, die ist irgendwie total komisch. Die ist total scheiße eigentlich. Und ich will jetzt auch nicht hier nicht jeden abknallen, weil ich auch immer die Munition sparen will. Jetzt spring. Das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Ganz ehrlich, weil es 1 Millimeter... Ey, das ist so... Da komm schon. Komm, also... Oh, ey, jetzt... Ja, ey. Ganz ehrlich, halt doch deine verfickte Hurenfresse, ey. Es ist so nervig. Ich komme auch nicht runter. Weil wenn ich runterspringe, so sieht er mich. Das ist so dermaßen dumm, dass ich muss es so lösen. Ey, das ist so dermaßen dumm, ey, ganz ehrlich. Was denn? Ja. Sehr, sehr seltsam. Ja, das ist auch seltsam. Jedes Mal, muss ich jetzt so oft normal machen. Ja, identifizieren Sie sich. Zum Banner auch, ne? Was soll das? Mensch! Es ist so nervig geworden. Ganz ehrlich, das Spiel ist ja nur noch nervig. Jetzt macht ja... Also... So langsam wird ich... Macht es mir wirklich... Also wenn ich an jeder klar... Ja. Ich glaube, ich habe mich 12 Pappkameras habe. Gehört? Hallo! Ja. Feind wird jetzt kommt der andere. Ja, jetzt sitze ich da echt 5 Jahre dran, ey. Nee, das macht keinen Spaß mehr. Ehrlich, ernsthaft, irgendwann. Also, ich habe schon schwere Spiele gespielt, wie Dark Souls und so, aber wenn es das immer. Sehr seltsam. Keinen Sinn gehabt, wenn es schwer war. Ich finde eigentlich nicht, wenn ich das jetzt einfach modulat und macht eigentlich. Es ist zu weit. So weit komme ich nicht. Was war das? Warum sagt das Spiel das nicht? Das ist ich da oben. Ja, klar, kann ich mich da. Ey, mal kannst du an solchen Dingern festhalten, ne? Mal nicht. Also, ist echt so. Also, ja, toll, danke. Woher soll ich denn das denn daran festhalten? Ja. Jetzt ist mein das nicht, als ich das wollte, war nur ein anderes Ding, aber es war ein anderes Ding, aber. Wie weiter? Da kommt jemand. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Alter, jetzt komm! Es ist so nervig, ey. Ganz, es ist so, es ist echt nur noch nervig geworden. Nur noch am Try, nur noch Try and Error, nur noch. Es ist ja nicht mehr A.
überhaupt nicht mehr. Ja gut, hast auf zu pissen, sehr gut. Warte ich halt hier auf dich. Das ist das andere Waschbecken, ne? Danke. Und jetzt? Machen wir. Da ist was im Dunkeln. Hä? Ein Eindringling. Ein Dritter. Ein Dritter. Ja klar, ist ein Dritter. Ey, das ist... Wer ist da? Jetzt ist schon wieder, ey, ehrlich. Jetzt ist da ein Dritter, natürlich ist da ein Dritter. Ich weiß auch, warum ich das Spiel irgendwie immer von mir, ich manchmal von mich hinschiebe, um das aufzunehmen. Boah, Alter, ich meine, ich wollte immer die ganze Reihe spielen, aber das ist gerade nur noch Try and Error. Es ist so eine... Ein Dritter, woher soll ich das wissen? Ganz ehrlich, das Spiel... ist dermaßen so, ja, du musst es ja bald wissen, was du da tust. Also 100% dieses Level kennen, dann... Ich habe auch schon gesehen, wenn ein Level da 20 Minuten fertig durchkommen kann, ja klar. Identifiziert. Klar, ich schieß auf den in deine Fresse und was macht der ab? Was war das? Ich kann das nicht mehr hören! Mensch! Es macht auch gar keinen. Also ganz ehrlich, man. Ganz ehrlich, dann überlegt man sich so, okay, man muss jetzt ins G2 aufnehmen. Dann denkt man so, hm, man muss Sherlock Holmes aufnehmen. Ja gut, dann nimmt man halt eher das auf als das hier. Weil es nur anstrengend gerade ist. Ins Ernsthaft. Und ich weiß auch nicht, ob sich das noch bessert. Bessert sich das irgendwann nochmal, dass es nicht mehr so, so anstrengend ist? Oh. Tolle Klo. Was ist das? Feindliche Einheit. Vierter, dann drei Stück. Und jetzt sagen wir mal bitte, wie man das hätte sonst lösen sollen. Ganz ehrlich, wie soll man das lösen? So kannst du es lösen. Okay, geil. Ja, gut, du kannst es so lösen. Ja. Auf jeden Fall Munition geschmeißt. Habe ich alles zerschossen, alle These und so. Aber gut, das ist ja jetzt leider so. Da kann ich auch nicht haben. Vielleicht kann man noch mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwas haben, aber dann... Weil es ist nur noch ein Try and Error, ich habe irgendwie noch nicht so... Achso, doch, achso, ja, das reicht. Veranstaltung heute Abend, Gurm. Ich hatte gerade eine Unterhaltung mit Nicolazze selbst. Er ist fest entschlossen, dass die Veranstaltung heute Abend perfekt abläuft. Planung und Schnelligkeit bei der Umsetzung sind der Schlüssel. Ich bin sicher, dass alle unsere Männer ihre Aufgaben kennen. Ich möchte trotzdem, dass wir uns um 14 Uhr im Studio treffen, um das Ganze noch einmal durchzuziehen. Durchzuspielen. Oberst Pavel Archwetze. Wie lange haben wir jetzt hier die Klo-Wachen? Wie lange haben wir dafür jetzt gebraucht? Ich glaube zu lange. Weil ich meine, irgendwo habe ich eine Geduld, aber irgendwann ist auch so eine Geduld ausgereizt. Ich meine, ich muss sagen, ich bin froh, es aufzunehmen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das so durchziehen würde. Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt. Gregor,
Auftrag. Töte die amerikanischen Soldaten. Bring sie zum Studio und töte sie. Wir finden das Material so schnell wie möglich. Sag Cairon, dass wir Fortschritte machen. Ich hole die Arche. Nicolazze. Hier, Grinko. Ich will, dass die amerikanischen Soldaten für die Exekutionen vorbereitet und ins Studio gebracht werden. Ja, Sir. Das war Grinko. Er will, dass wir die Soldaten ins Studio eskortieren. Hast du das gehört, Fischer? Die Exekutionen gehen weiter. Hab's gehört. Irgendwelche Ablenkungsmanöver? Versuch's mal mit deiner Knarre. Stell sicher, dass die Eskorte nicht unsere Jungs erreicht. Verdammt! Was? Wo haltet ihr die amerikanischen Soldaten gefangen? Grinko wird mich erschießen! Ich bin da etwas kreativer. Wo sind sie? Au! Wo? Im Kellergeschoss! Wo steckt Grinko? Er bringt sie um! Euch alle! Wo finde ich ihn? Er wird sie finden! Na, wer mich finden wird. Ich bin gespannt. Ah ja, stimmt, man konnte nicht so viel Muni mit. Achso, wow. Entweder ich spiele das Spiel falsch oder es ist tatsächlich sau. Anstrengend manchmal. Offensive Kapitulation. Offen gesagt, ich staune über ihren Mangel an Loyalität. Ich habe nach wie vor volles Vertrauen, dass Nicolás in der Lage sein wird, die Amerikaner zum Nachgeben zu zwingen. Die Propagandakrise hat lediglich den Zweck, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, sie zu überraschen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie verletzlich sind. Nicolás' wirkliche Stärke liegt in der Arche. An seinem Plan hierzu, der hiermit verbundenen Drohung. Die Arche ist die Wunde, die Amerika überzeugen wird, es einen Preis gibt für die Vorherrschaft in der Welt, den zu zahlen sie nicht bereit sind. Ich weiß, ich predige schon wieder, aber glaube mir, zu ab, wir können bei dieser Geschichte immer noch gewinnen, Carlo. Nein, könnte nicht. Bei dieser Geschichte gibt es keinen Gewinner. Einmal nicht. Da oben ist ein anderes. Lichtschalter gibt's nicht, nein. Na gut, egal. Grinko. Ich glaube, so schlecht war ich im Game schon lange nicht mehr. In dem hier. Also, ich dachte schon. Avinsky ist durch. Was ist mit der Übertragung? Das ist nicht unsere Sache. Gehen wir. Genau. Halt euch da mal schön raus. Wenn ich darüber raus, gieße ich nämlich sofort. Ah.
Hab was gehört. Ja, warten wir, bis er sich beruhigt, dann speichern wir mal und dann probieren was wir. Was ist das? Was denn? Warte, machen wir schon mal. Da war ja auch nicht viel, was wir eben gemacht haben. Hier rein. Ich glaube, alte Spiele halt immer irgendwie ein bisschen schwerer und teils auch. Ja, anstrengender zu spielen. Oder kommt jetzt nur mir vor? Ich weiß es nicht. Ey, jetzt ist es ja also. Spiel. Was ist mit der Übertragung? Das ist nicht unsere Sache. Gehen wir. Weil mein Plan ist jetzt ehrlich gesagt, eine Granate reinzuschmeißen. Ein drei, ne? Genau, und ich wundere. Warte mal, ich gehe halt zurück. Speichern. Granate. Was? Es wird geschossen! Haltet die Stimme! Der ist überlebt. Wer sind Sie? Wie? Es ist nur einer gestorben. Was ist denn das für eine Unlogik? Ganz ehrlich, was ist denn das für eine Unlogik? Ich schmeiß eine Granate auf. Gut, machen wir noch. Ja, gleich losballern. Ich habe ihn. Vielen Dank, sehr freundlich. Übergranate, ja, die funktionieren ja auch so gut. Stimmt. Oh, Alter, heute baller ich auch wieder, ne? Heute wird wieder geballert, ey. Ballern. Ja. Aber ich würde sagen, wie es da weitergeht, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat mal wieder ein bisschen Spaß gemacht und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Auch wenn wir hier länger brauchen. Es ist einfach so. Hoffen, ja, es wird auch wieder LPs kommen, wo, ne? Wo er schneller vorangeht. Ich meine, Hitman ist irgendwie auch so, ne? Momentan habe ich irgendwie langsame LPs, aber da will ich halt auch in Zukunft, ne, schnellere machen. Spiele müssen halt wieder beenden. Und ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder, wenn ihr wollt. Da geht's weiter. Achso, wir müssen das noch lesen. Ach nee, nein, wartet. Ich habe nichts gesagt. Wartet, wir müssen das noch lesen. Dann verabschiede ich euch. Die drei Fragezeichen. Paul, Gott, ich habe keine Ahnung. Unser gesamter Sold ist direkt auf Konten gefolgt, die sie für uns eröffnet haben. Ich hätte gedacht, dass Masse der richtige Ansprechpartner hierfür wäre. Aber ich habe gehört, er ist tot. Weiß er bestimmt. Aus Cola rauszukommen, erscheint mir aber gegenwärtig als das größere Problem. Hast du eine Option? Hat die Zelle ganz aufgelöst? Es muss da draußen doch noch ein paar von unseren Männern geben. Vielleicht können einige der Einheimischen helfen. Gibt es da unten irgendwem, der Englisch spricht? Ich kann etwas Geld schicken, falls du dafür eine Adresse hast. Gott, ich weiß auch nicht. Viel Glück, Leo. Okay, das haben wir ja schon, ne? Ah, das haben wir schon. Nein, oh Gott, nein.
Ich danke. Morgen geht's weiter. Morgen um 16 Uhr. Wieder einschalten. Da kommt die nächste Folge von Let's Play Splinter Cell. Vielen Dank. Haut rein. Tschüssi. Bis morgen 16 Uhr. Ciao.